Aber herzlich willkommen zu einer Ausgabe von Jörns Swedish Racing World, exklusiv hier bei uns bei www.torto.de und www.hufe.de. Ja, was war das wieder für ein Wochenende in Årjäng? Leider hat der Wettergott nicht so ganz mitgespielt, doch das Rennen der Årjäng Stora Sprinterlopp, das war wirklich ein Fest. Also Sun Moteur durch die dritte Spur und dann außen durch die Todesspur und am Ende dann doch gewonnen. Und er war noch nicht auf 100, hat Björn Goop mir gesagt. Er war erst so auf 80-90%. Das war schon meine Ansage und ich bin mal sehr gespannt jetzt, wie es mit Sun Moteur weitergeht. Das Ziel ist jetzt der Prix d'Amérique, das wurde ganz deutlich gesagt. Man möchte also mit Sun Moteur in den Prix d'Amérique und ich bin gespannt, ob es Björn Goop gelingt, seinen bereits vierten Prix d'Amérique-Titel mit Sun Moteur zu gewinnen. Das ist mit Sicherheit der emotionalste Titel, weil es ja auch ein Pferd ist, was von ihm trainiert wird. Die anderen drei Siege, zweimal mit FaceTime Bourbon und einmal mit Ruedi Express, da war er ja einfach sein nur Catch-Driver. Und jetzt geht es natürlich in die Vollen. Wir drücken die Daumen auf jeden Fall. Und ich freue mich aber schon aufs kommende Wochenende. Wochenende heißt es nämlich wieder Trippeltraf in Axevalla. Drei Tage Sto-Championat im Wochenende. Ich freue mich wahnsinnig drauf und ich freue mich besonders darauf, denn ich werde nicht alleine da sein. Ich werde mit The Voice of German Racing, mit Carsten Borg, gemeinsam dort sein. Und ich freue mich wahnsinnig drauf, denn Carsten und ich werden uns das Sto-Championat im Wochenende angucken. Wir werden am Mittwoch bereits in Eskilstuna sein. Am Donnerstag dann in Arvika zu den Lunch Races und dann Freitag, Samstag, Sonntag in Axevalla. Darauf freue ich mich wirklich sehr. Ihr könnt euch dann den Reisebericht von Carsten Borg wieder in der neuen Ausgabe der Trab in Zeit lesen, also in der Oktoberausgabe dann natürlich. Kann ich jetzt schon sagen, es wird mit Sicherheit wieder phänomenal. Wir wissen Carsten Borg, wir haben die letzten Reiseberichte über Rovaniemi, wo wir zusammen waren, oder auch den Reisebericht aus Örebro und Helsinki und auch den Reisebericht davor schon, wo wir in Boden waren, gesehen. Und Carsten Borg, das ist mal sehr unterhaltsam zu lesen. Deswegen, ich freue mich richtig drauf, mit Carsten gemeinsam das Wochenende dort zu verbringen. Und ihr könnt natürlich auch live dabei sein. Axevalla Sto-Championat am Wochenende. Ihr wisst, was da los ist. 15.000 Menschen auf der Bahn, Camping, Böhre Bappelsin, ein schwedischer Sänger tritt dort immer auf, also auch sensationell. Und noch vieles, vieles weitere. Also es lohnt sich wirklich dabei zu sein am Wochenende. Auf www.trotto.de könnt ihr alle Rennen im Livestream sehen und ihr könnt euch auch die Rennen bewetten. Wir wollen mal reinschauen, die V75 am Samstag. Es gibt ja Samstag eine V75 und auch am Sonntag. Dazu gibt es noch ein separates Video am Sonntag. Wir wollen heute mal auf die Samstags V75-Wette schauen und wollen mal anfangen. Und zwar das erste Rennen, wie immer um 16.20 Uhr, ist die Klasse 2 über 2640 Meter Bänderstart. Und hier werden doch viele mit der Nummer 3 Keep Gamble und Magnus Duse gehen. Keep Gamble aus dem Stall von Timo Nummus, zuletzt dreimal siegreich in Örebro, in Zavala und in Eskilstuna. Ja, das war ein ordentliches Laufen, aber so hundertprozentig überzeugt hat mich trotzdem Keep Gamble da, nicht dieser Cash Gamble Winner. Cash Gamble Sohn, ja, das war ordentliches Laufen, das Laufen war nicht schlecht, nur trotzdem, ich habe so ein bisschen meine Zweifel, lange Distanz, ob er das auch hinkriegt, er hat in Örebro jetzt auch die lange Distanz gewonnen, trotzdem Keep Gamble, die drei für mich hier noch nicht im Ziel. Ich finde hier hochinteressant die Nummer 11, It's Pepper Time mit Jorma Kontio. It's Pepper Time war in Årjäng am Ablauf, war dort Favorit, ist direkt am Anfang gesprungen, also ein Fehler gemacht, jetzt die neue Chance, hat also letzte Woche überhaupt keine Körner verloren. Der ist für mich hier hochinteressant, dieser It's Pepper Time, vierjähriger Marcel Hillsohn. In Rommel der Sieg am 9.6., der war sehr beeindruckend, danach der vierte Platz in Rettweg, der war eine kleine Enttäuschung. In Årjäng wollte man gewinnen, das hatte man ganz klar auch gesagt. Man hat einen Fehler gemacht, deswegen geht es jetzt direkt nächste Woche weiter oder diese Woche weiter in Axevalla. Für mich hochinteressant, It's Pepper Time und auch die Nummer 4, Wittgenstein mit Thomas Pettersson. Kommt in guten Form aus Hackmühren, aus Jävel und aus Bollnäs, drei Siege. In Solenget am 12.7., da war ich live vor Ort, da hat er mir nicht gefallen, da war er auch nur Sechster, das war ein bisschen enttäuschend, das muss man deutlich sagen. Und auch Westerbo Blizzard, die Programmnummer 5 mit Rickard N. Skoglund. Zuletzt unplatziert in Solenget am 12.07. auch da etwas unglücklich gelaufen. Davor allerdings mehrere Siege in Rommel, in Visby. Das war ein gutes Laufen, auch den sollte man hier auf jeden Fall nicht außer Acht lassen. Außenseiterchance für mich noch die Nummer 7, RK Star mit Björn Goop. Die Formen sind zwar nicht ideal, wir wissen aber, was das Pferd kann. Und Björn Goop wird ihn mit Sicherheit in so einer Konstellation offensiv vortragen. Und Startplatz 7, Springspor, das heißt, er wird mit Sicherheit loslaufen und vielleicht sogar Startziel hier gewinnen können. Die Distanz kann er auf jeden Fall. Er hat zum Beispiel in Zavala am 6.5. einen zweiten Platz über 3.140 Meter geholt. Also diesen RK Star bitte auf keinen Fall außer Acht lassen. V75-1, die Klasse 2 über 2640 Meter. Wir nehmen mit die Programm Nummer 3, Keep Gamble, die 4, Wittgenstein, die 5, Westerbro Blizzard, die 7, RK Star und die Nummer 11, It's Pepper Time.
Auf 75.2, es geht dann weiter mit der Silberdivision. Über 2140 Meter Autostart und ich bin mal sehr gespannt auf den Auftritt von Nator Bo hier, der Programm Nummer 2 mit Joachim Löfgren für Karin Walter-Mommert, gezüchtet von Hans-Ulrich Bormann. Wir kennen Nator Bo, den sechsjährigen Hengst. Der hat in Schweden schon gute Leistungen und zeigt damals schon unter Michael Nimczyk, dann unter Joachim Löfgren jetzt zuletzt. In Kalmar gab es einen dritten Platz mit Tyler Mifsud. Das war ein ordentliches Laufen. Startplatz 2 ist ja mit Sicherheit nicht uninteressant, deswegen Nator Bo, die Programm Nummer 2 auf jeden Fall mitnehmen. Viele werden sich hier auf die Nummer 4 Blumen Indang mit Alessandro Rocciadoro stürzen. Doch ich sage ganz ehrlich, dieser Varennhengst hat mir jetzt zweimal nicht gefallen. In Boden und in Bersaka. Ich war beides mal live vor Ort, hat er sofort einen Fehler gemacht. In Boden der Fehler, der war richtig übel, das muss man deutlich sagen. Und auch in Bersaka am 1.7. der Fehler, der war absolut unnötig und deswegen, also Blumen Indal, Startplatz 4, er wird natürlich versuchen loszufahren, Alessandro Rocciadoro, da kann der Galoppsprung dann doch relativ schnell kommen. Deswegen, also die 4 Blumen Indal, da habe ich so ein bisschen meine Zweifel, sage ich ganz ehrlich. Interessant untergekommen, für mich ist hier auch die Programm Nummer 9, Elegant CN mit Bo Westergaard. Wir wissen, Bo Westergaard gerade wieder einen Dopingfall an den Hacken, muss man deutlich sagen. Trotzdem, die letzte Leistung in Bjerke am 10.6. im Oslo Grand Prix Tag, die war ordentlich am 10.6. mit dem dritten Platz. Elegant CN hier aus zweiter Startreihe kann sich mit sich eine gute Lage suchen und am Ende in den langen Einlauf in Axelwaller abstauben. Wir wissen ja, Axelwaller, der lange Einlauf von 229 Metern, da kann Elegant CM mit Sicherheit nachlegen. Und auch Gerben, die Programm Nummer 1 mit Hans Kremers. In Team Suite zuletzt Zweiter gewesen, da war ich auch live vor Ort, da hat er allerdings gegen weitaus leichtere Gegner es nicht geschafft zu gewinnen, er war Mitfavorit. Klar, Gerben, der kann sowas, der kam auch in Tingstreet gut auf den letzten 200 Metern, da war es ja auch so ein langer Einlauf in Tingstreet. Trotzdem, so richtig glaube ich an Gerben eigentlich nicht. Ich würde mir sehr wünschen für Hans Kremers, dass er hier mal gewinnt auf seiner Heimatbahn. Trotzdem, so ein bisschen Zweifel habe ich hier noch. Außenseiter für mich Nummer 3, Behind Bars mit Johann Untersteiner, zuletzt in Hahnstadt Zweiter gewesen, das war ein ordentliches Laufen. Behind Bars, der kann hier auf jeden Fall vorne mit dazu laufen. V75-2, die Silberdivision. Wir nehmen mit die 1 Gerben, die 2 Nator Bo, die 3 Behind Bars, die 4, ich warne, Blumen Indal mit Alessandro Rocciadoro und die Programm Nummer 9, Elegant 10. V75-3, das ist dann das Hauptereignis des Tages, der Axe Waller Löppning. Die Gulddivision über 2640 Meter, tolle Sieger in den letzten Jahren. Ich erinnere nur an den grandiosen Sieg von Anna Mix vor einigen Jahren. Das war ein tolles Lauf mit Erik Eitzon damals. Und dieses Rennen ist immer für eine Überraschung gut. Also in der Regel gewinnt hier nicht der Favorit, das muss man ganz deutlich sagen. Favorisiert in diesem Rennen wird höchstwahrscheinlich die Programm Nummer 6 Emoji mit Flemming Jensen sein. Der letzte Auftritt in Jarlsberg, den von gestern mal im Ulf Thoresen Grand Prix, das war nicht ganz so gut, da auch nicht gut gefahren. Davor gab es 2 tolle Leistungen in Charlotten und in Aalborg und Emoji hat sich mehrfach schon in der V75 in Schweden gezeigt. Also der muss ja auf jeden Fall mit. Der wird mit Sicherheit Mitfavorit sein. Und nach Nummer 7 Revelation mit Magnus Juser aus dem Chef von Timo Nurmos. Zuletzt nur ein 6. Platz in Halmstadt. Davor auch mehrfach unglücklich gelaufen. Was Revelation kann, haben wir letztes Jahr gesehen. Aber letztes Jahr war er mehrfach auf Jahrgangsebene dabei. Als 5-Jähriger hat dort tolle Rennen gezeigt. Am 16.11. in der V75 zu Waller zum Beispiel siegreich gewesen. Also den muss man auf jeden Fall mitnehmen, die 7 Revelation. Und natürlich auch die 8 Kentucky River mit Per Nordström. Kentucky River zuletzt 2. im Harpers Hanover Lob. Das war ein heroisches Laufen, muss man ganz ehrlich sagen, bevor dann Eric the Eel außen ankam und ihn überlaufen hat. Aber Kentucky River, 2. Platz im Harpers Hanover Lob, der kann die lange Strecke, Startplatz 8 muss hier kein Nachteil sein. Der hat natürlich hier 1A-Chancen zu gewinnen, das mal deutlich sagen. Der wird wahrscheinlich auch Mitfavorit sein hier, die Nummer 8 Kentucky River. Ich habe trotzdem ein bisschen Mumm auf Toto Barroso. Das sage ich ganz ehrlich, den Sieger des Großen Preis von Deutschland 2021 mit Johann Untersteiner, zuletzt in Halmstadt unglücklich gelaufen, 6 platziert, davor auch unplatziert in Kalmar, aber das Laufen in Jägersroh am 22.04. beim Comeback, wo er 2. war und wirklich riesig angeflogen kam auf der Zielgeraden, das war schon beeindruckend. Deswegen sage ich ganz ehrlich hier, Toto Barroso, die Programm Nummer 4, ist hier für mich so ein chancenreicher Ausländer. Den muss man auf jeden Fall auf der Rechnung haben. Und auch Rackham, die Programm Nummer 2, der ja im Paralympia-Trabet-Finale sogar gelaufen ist, dort überraschenderweise 3. geworden ist. Danach 4., 5. und 4., vor allem die Leistungen so Länge letzte Woche Mittwoch, die war eigentlich unterirdisch, muss man deutlich sagen. Trotzdem Rackham, auch der kann über die Distanz hier durchaus überraschen. Also dieses Rennen, ich würde mich nicht auf 1, 2 Pferde festlegen, hier muss man sich breit aufstellen. V75-3, der Axelwaller Löppning. Wir nehmen mit die 2 Rackham, die Nummer 4 Toto Barroso, mein Außenseiter, die 6 Emoji, die 7 Revelation und die 8 Kentucky River. V75-4,
V75-4, das ist dann ein Lehrlingslob, also ein Rennen für die Lehrlinge. Über 2041 Meter Bänderstart, die Pferde 1 bis 7 von der Grunddistanz, die Pferde 8 bis 14 mit 20 Meter Zulage und die Nummer 15 Sintra mit William Eckberg mit 40 Meter Zulage. Sintra ist ein gutes Pferd, das muss man ganz deutlich sagen. William Eckberg ist einer der besten Lehrlingsfahrer, die wir in Schweden haben. Er ist auch amtierender Lehrlings-Europameister. Trotzdem glaube ich, mit 40 Metern Zulage Sintra, das könnte ein bisschen schwierig werden für die Programm Nummer 15. Vielleicht aber mal eine Platzwette riskieren. Also Sintra würde ich jetzt in die V75 vielleicht nicht unbedingt aufnehmen, aber die kann 2-3 kann die sein. Und deswegen würde ich die auf jeden Fall mitnehmen, Sintra, die Programm Nummer 15, als Platzwette. Für mich gewinnt dieses Rennen die Programm Nummer 9 Ballerina Indica mit Carl Philipp Lindblom aus dem Stall von Jürgen S. Eriksson. Ballerina Indica ist jetzt Dritte und Zweite gewesen. Das war beides mal tolles Laufen. Sie ist wirklich eine tolle Stute, die gewinnt zwar nie, aber sie läuft immer vorne mit. Und jetzt mit Carl Philipp Lindblom, der wirklich ein sehr, sehr versierter Lehrling ist, glaube ich, hat Ballerina Indica die Chance, hier endlich mal eine V75-Scheife sich abzuholen. Deswegen für mich die neuen Ballerina Indica, für mich ja die hochinteressante Wahl. Der Call Me Sixten, die Programm Nummer 10 mit Alex Persson, dem Sohn von Stefan Persson, zuletzt Zweiter in Halmstadt mit André Eklund, davor in Omol siegreich im Rahmen der V86. Alex Persson ist jetzt ein guter Fahrer, jetzt auch nicht ein überragender Fahrer, aber trotzdem, der kann mit The Call Me Sixten hier durchaus aus dem Stall von André Eklund mit Sicherheit überraschen, für mich auf jeden Fall mitnehmen. Dioniso Degli Dei, die Programm Nummer 7 mit Andreas Löfdahl, der vielleicht beste Lehrling hier in diesem Rennen, Andreas Löfdahl, zuletzt mit Anders Zachrisson in Tingsry Dritter gewesen, da war ich live vor Ort, da hat mir der Wallach nicht gefallen, sage ich ganz ehrlich, das war ein unglückliches Laufen. Davor allerdings die Siege zum Beispiel auch weiterhin in Mailand waren ganz ordentlich und Dioniso Degli Dei hat in Schweden jetzt einen zweiten und einen dritten Platz geholt, warum nicht jetzt einen Sieg mit Andreas Löfdahl, der geht von der Grunddistanz los, deswegen für mich hier auf jeden Fall mitnehmen. Hollywood Stone, die Programm Nummer 3 mit Magnus Nielsen, einem der besten Lehrlinge aus Dänemark, aus dem Stall von Bo Westergaard. Zuletzt Fünfter in Jägersro gewesen, davor allerdings in Mantorp und in Odensee zweimal siegreich gewesen. Deswegen Hollywood Stone, die 3 hier nicht übersehen, sollte man mitnehmen. Und ich habe auch ein bisschen Mumm auf die Nummer 12, Italy Miras mit Malte Handfast, auch einem sehr, sehr routinierten Lehrlingsfahrer. Auch wenn das Pferd aus dem Reiten kommt, aus dem Stall von Rick Emmingen kommt Italy Miras. Der einzige Fahrererfolg war ein vierter Platz in Kalmar am 26.05. Davor und danach gute Leistungen allerdings im Reiten und jetzt wieder im Fahren, das muss jetzt hier kein Nachteil sein. Und mit Malte Handfass, denke ich mal, ist der hier nicht aus der Welt. Gordini Brick, die Programm Nummer 13, Markus Silius, Außenseiterchance, muss man mit Sicherheit auch nochmal beachten, sich den Heat vielleicht mal angucken. Markus Silius versenkt ja solche Sachen gerne mal in solchen Rennen, deswegen sollte man ihn hier auch nicht außer Acht lassen. V75-4, der Lehrlingslob. Wir nehmen mit die Programm Nummer 3, Hollywood Stone, die Programm Nummer 7, Dioniso Degli Dei, die Programm Nummer 9, Ballerina Indica, meine Siegerin, die Nummer 10, der Call Me 16, die 12, Italy Miras und die 13, Gordini Brick. V75-5, das ist dann die Diamantstort-Abteilung, die ausnahmsweise mal nicht aus den Bändern geschaltet wird, sondern wir haben ein Rennen über 2140 Meter Autostart und ich lege mich fest, dieses Rennen gewinnt für mich ohne Diskussion die Programm Nummer 12 Cielas. Ich mache mal 11 Cielas mit Alessandro Gocciadoro. Cielas zuletzt in Mika Force am 5.7. in Zuwalla im Ablauf gewesen, hat sie beeindruckend gewonnen, das war wirklich ein tolles Laufen, also ich war live vor Ort, das war sensationell. Der zweite Platz davor in Zuwalla war auch gut, die Stute ist gut, die zweite Startreihe muss für sie hier kein Nachteil sein, deswegen Cielas, die Programm Nummer 11 mit Alessandro Gocciadoro, für mich hier sogar bankverdächtig. Ivanka Amok, die Programm Nummer 1 mit Magnus Duse aus dem Stall von Timo Nomus, wird die erste Herausforderung sein. Mit Jorma Kontio zuletzt Zweiter in Heimstadt gewesen, davor Dritter in Zuwalla und Zweiter mit Susanne Osterling hier in Axel Waller in einem Lehrlings- oder Damenfahren, das war ja dieses Damenfahren, was es immer Anfang Juni gibt. Ivanka Amok hat jetzt mehrfach enttäuscht. Das muss man deutlich sagen. Sie war immer Favoritin, sie hat nie gewonnen. Sie war immer nur Zweite, Dritte, Zweite. Jetzt mit Magnus Duse muss man sie natürlich, muss man sie natürlich mitnehmen. Das ist natürlich ein wichtiger Punkt. Trotzdem sage ich ganz ehrlich, Ivanka Amok, ich kann mir nicht vorstellen, dass sie hier von 1 Startziel gewinnen kann. Und dann wird es für mich durchaus schon interessant. Nanny Skirl, die Programm Nummer wo haben wir es denn hier? Nanny's Girl, die Programm, jetzt bin ich ja gerade verrutscht, Entschuldigung. Nanny's Girl, die Programm Nummer 4 mit Björn Gub, da sind wir wieder, aus dem Stall von Thomas Malmquist. Zuletzt siegreich in Jägersrum mit Adrian Colgini, danach mit Ken Etche in Halmstad unglücklich gelaufen. Muss man hier mitnehmen, Thomas Malmquist hat Form mit Björn Gub zusammen, wissen wir die beiden, die sind zurzeit, reiten sie auf einer Welle des Erfolges, die muss man auf jeden Fall mitnehmen. Und interessant für mich als Außenseiter noch die Nummer 5, Kiaora mit Oskar Schillin-Blom, auch wenn die letzten Formen nicht so gut waren, die Stute, die kann was, die ist richtig gut, das hat sie auch in Zawala am 19.04. in ihrem Sieg gezeigt. Kiaora in so einem Rennen ist die hier nicht chancenlos, die muss man hier auf jeden Fall mit auf den Schein nehmen.
V75-5, das Diamantstuettrennen. Wir nehmen mit die 1 Ivanka Amok, die Nummer 4 Nanny's Girl, die 5 Kia Ora und die Programmnummer 11 Selas, für mich sogar die Bank an diesem Wochenende. V75-6, das ist dann die Klasse 1 über 2041 Meter Autostart. Und ich sage auch wieder, dieses Rennen gewinnt für mich Nummer 3 Edelweiss mit Rickard Enskogen. Und Edelweiss, ein ganz tolles Pferd, Pando Motorsohn, hat jetzt zweimal einen zweiten Platz geholt, in Rommel, in Rettweg, davor in Zavala und in Jävel dreimal siegreich. In Zavala war ich einmal live dabei am 12.04., wo er gewonnen hat. Das war ein tolles Laufen. In dieser Gesellschaft, für mich ist hier Edelweiss ganz klar das zu schlagende Pferd. Die Programmnummer 3 sollte man auf jeden Fall mitnehmen. Interessant finde ich Denkos Rioja, die Programmnummer 4 mit Jan Schizum aus dem Stall von Veikko Heikkangas. Und zwar war man zuletzt mit Hanni Torvinen in Finnland am Ablauf. Dort hat man in einem gut dotierten Rennen einen zweiten Platz geholt. Davor gab es einen Sieg mit Nika Force und Orbi. Und jetzt mit dem Iceman im Sulki ist das schon eine Ansage. Und die Pferde von Veikko Heikkangas sind in der Regel sehr, sehr gut vorbereitet. Deswegen also Denkos Rioja, der kann hier abstauben mit dem Iceman im Sulki. Den würde ich auf jeden Fall mitnehmen. Und auch Frasse, die Programmnummer 5 mit Mika Force aus dem Stall von Jürgen S. Eriksson, ist viel, viel besser als der Formenspiegel. Der Sieg in Klosterskrogen am 8.4., der war richtig klasse. Danach lief nicht viel zusammen. Jetzt mit Mika Force, das ist nochmal eine Aufwertung, glaube ich, dass Frasse hier durchaus interessant untergekommen ist. Die Gegner sind nicht allzu stark. Deswegen sollte man den auf jeden Fall mitnehmen. Und auch mitnehmen sollte man die 6 Moses Boko mit Rick Ebbinge. Der Sieg in King Street, der war gut. Es war ein Kampferfolg, dass man dort nicht sagen, da musste Moses Boko doch einiges tun. Aber dieser fähige Chelsea Boko-Sohn, der kann sowas. Der war auch Zweiter in Birke, zuletzt im Oslo Grand Prix-Wochenende, danach Dritter in Heimschall in Orbi. Also wenn der einen guten Verlauf hat, ist hier Moses Boko nicht aus der Welt. Den muss man hier mitnehmen. Und als Außenseiter würde ich noch die Programmnummer 1 Herina Sotto mitnehmen mit Bo Westergaard. Kommt mit tollen Siegen aus Mantorp und zweimal in Aalborg jetzt gewonnen. Startplatz 1, ja, und Bo Westergaard, ja, ich weiß, ist immer so eine Sache. Trotzdem, ich glaube, wenn der auch hier eine gute Lage bekommt und Bo Westergaard ihn frühzeitig nach außen bringt und dann irgendwie außen 2-3 liegen kommt, dann hat hier Herina Sotto für mich eine hochinteressante Chance. Anytime is Now, die bekommen nur neu mit Jorma Kontio, tolle Formen aus dem Stall von Björn Röcklinger. Auch diese Kombi Röcklinger und Kontio ist auch immer hochgefährlich, deswegen letzter Sieg in Versaca am 1.7., der war sehr beeindruckend im Divisionsfinale. Den sollte man auf jeden Fall auch mitnehmen, diesen Anytime is Now. Und aus solidarischen Gründen auch die Nummer 12 Beachcomber mit Joachim Löfgren für Karin Walter Mommert. Auch wenn die letzten Formen nicht allzu gut waren, an einem guten Tag kann Beachcomber hier auch mit dazulaufen. V75-6, die Klasse 1. Wir nehmen mit die 1 Herina Sotto, die Programmnummer 3, mein Sieger Edelweiss, die 4 Denkos Rioja, die 5 Frasse, die 6 Moses Boko, die Nummer 9 Anytime is Now und die 12 Beachcomber. Und wir kommen zum abschließenden V75-Rennen, das 7. Rennen, das ist die Bronze-Division. Nochmal über 1640 Meter Autostand. Auch hier sticht einer mit den Formen heraus und man sagt, den muss man eigentlich nehmen. Das ist die Nummer 3, Eddie the Eagle mit Michael Lönnborg. Nicht zu verwechseln mit Eric the Eagle, das war der, der den Harpers Hannover gewonnen hat, aber dieser Eddie the Eagle mit Michael Lönnborg kommt mit tollen Formen aus Dänemark. Erster in Skive, erster in Aalborg, erster in Aarhus. Also mehr geht hier gar nicht. Tolle Zeiten auch, zum Beispiel in Aalborg, haben über 1640 Meter in 11.2 gewonnen. Das ist schon eine Ansage. Und die Bahn in Aalborg ist sehr ähnlich der Bahn in Axevalla. Also da muss man schon sagen, das kann hier funktionieren. Michael Lönnborg ist natürlich als Fahrer immer so ein bisschen mit Vorsicht zu genießen. Trotzdem, Eddie the Eagle, die Programmnummer 3 hier nicht uninteressant. Ein weiterer dänischer Gast ist The Winner Takes It All mit Bo Westergaard. Zuletzt in Halmstadt siegreich gewesen am 6.6. im Rahmen des Toastsprinter-Renntags. Da war ich live vor Ort. Das war ein gutes Laufen von The Winner Takes It All. Davor auch tolle Siege in Schiebe und in Orbi, auch unter anderem mit Bo Westergaard. Also auch den muss man auf jeden Fall mitnehmen. Startplatz 6 ist natürlich über die Meile ein bisschen schon schwierig. Interessant ist auch noch die Nummer 11 Master of Zorn mit Jorma Kontio. Seit siegreich in Mantorp über die Meile gewesen mit Jorma Kontio. In Gävle Zweiter über die Meile mit Jorma Kontio. Die beiden verstehen sich. Also auch hier dieser 6-jährige The Bank Zone muss hier mit. Und auch der letzte Sieg von Draupner, der Programmnummer 2 mit Jesper Rudberg in Halmstadt, der war richtig klasse. Deswegen auch Draupner hier durchaus nicht aus der Welt. Von Startplatz 2 kann der vielleicht sogar Startziel, der kann nämlich gut beginnen, vielleicht sogar Startziel gewinnen. Lozano di Quad
Moderator, die Frau Nummer 1 war Tobias Gustafsson, der wird immer gewettet und ist immer Zweiter, er war zuletzt dreimal Zweiter, war immer Mitfavorit, irgendwann könnte der auch mal zuschlagen, deswegen also auch die 1 zumindest mal nicht ganz außer Acht lassen. Der kann gut beginnen, wenn der hier vielleicht sogar Startziel vorne bleibt, ist der hier nicht aus der Welt. V75-7, die Bronze-Division über 1046 Meter. Wir nehmen mit die 1 Lozano, die Quattro, die 2 Draupner, die 3 Eddie the Eagle, die Nummer 6 The Winner Takes It All und die Nummer 11 Master of Song. Ihr seht, es ist ein spektakulärer Renntag, sehr ausgeglichene Felder. Das heißt, es lohnt sich richtig, in der V75 mitzuspielen. Und das könnt ihr bei uns bei www.trotto.de, denn dort könnt ihr alle Rennen für die V75 bewetten. Ihr könnt auch alle anderen Wettarten natürlich bei uns spielen und ihr könnt alle Rennen im Livestream sehen. Und das ist nicht überall so. Ich werde mich, wie gesagt, mit Carsten Borg mit Sicherheit mal aus Axelwalder melden. Deswegen schaut auch mal rein bei www.huwert.de. Dort gibt es immer wieder neue Informationen, immer wieder neue Berichte. Es gibt auch eine ausführliche Vorschau nochmal zu diesem Renntag. Und dann sehen wir uns hoffentlich morgen schon wieder oder am nächsten Tag. Denn dann gibt es die nächste Vorschau für die V75 am Sonntag aus Axelwalder mit dem Stud-Championat und der großen Frage, ist Joviality hier überhaupt zu schlagen? Deswegen abonnieren, liken, wiederkehren, damit ihr auch nichts verpasst. Und dann sage ich, sehen wir uns bald wieder hier bei uns bei www.trotto.de. www.hufer.de, denn dort gibt es exklusiv Jörns Swedish Racing World. Also in diesem Sinne, alles Liebe, alles Gute, bis hoffentlich bald und ich sage Lückertil für den Samstag in Axelwalder. Es lohnt sich mitzumachen.